In diesen Erfurter Räumen sollen sich knapp 280 Mitglieder der Werteunion getroffen haben. Mit einer Mehrheit von 95% wurde die Abspaltung von der CDU und die Neugründung einer Partei beschlossen. Das hat die Werteunion auf ihrer Website bekannt gegeben. Damit macht ihr Vorsitzender Hans-Georg Maaßen, gegen den in der CDU ein Parteiausschlussverfahren läuft, auch der Union Konkurrenz. Doch die gibt sich unbeeindruckt. Ja, aber wollen wir abwarten, ob die da wirklich eine Parteigründung hinbekommen. Ist eine weitere Partei im deutlich rechten Lager. Ich fürchte die nicht. Wir nehmen die Auseinandersetzung an. Weil ihnen die Politik von Angela Merkel nicht konservativ genug war, wurde 2017 die Werteunion aus der Taufe gehoben. Allerdings nur als Verein, nicht als offizieller Teil der CDU. Deren Vorsitzender Friedrich Merz hatte bereits vor einer Woche angekündigt, im Falle einer Parteigründung jegliche Zusammenarbeit mit deren Mitgliedern zu beenden. Noch CDU-Mann Maaßen nimmt derweil Kurs auf die kommenden Landtagswahlen. Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind, so Maaßen kürzlich auf Anfrage der deutschen Presseagentur. Durch die geplante Parteigründung sei die Mitgliederzahl von 4.000 auf knapp 6.000 angewachsen, heißt es aus den Reihen der Werteunion. Der entscheidende Punkt für die Erfolgsaussichten einer Partei ist die Frage, ob sie in der Lage ist, tatsächlich die Listen aufzustellen, ob sie in der Lage ist, wirklich mit relevanten Kandidatinnen und Kandidaten zu kandidieren. Alleine das ist ein riesiges Problem. Ein Problem, das die Werteunion mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht teilt, das sich ebenfalls neu in diesem Jahr formiert. Dennoch könnte die zunehmende Zersplitterung der deutschen Parteien zukünftige Regierungsbildungen weiter erschweren.